Hallo bei euromilch.com. Ich möchte mit euch heute Involtini vom Huhn mit Senf und frischen Sprossen zubereiten. Wir brauchen dafür Hühnerfleisch, wir brauchen Karotte, wir brauchen Sellerie, wir brauchen etwas scharfen Senf, wir brauchen Selleriesprossen, wir brauchen Senfsprossen, wir brauchen Salz und Pfeffer und wir brauchen dann noch Öl zum Anbraten und Obst zum Aufmontieren vom Saft. Hallo bei euromilch.com. Ich möchte mit euch ein Champignon-Omelett zubereiten. Dafür brauchen wir Champignons, können weiß oder braun sein. Wir brauchen Eier, wir brauchen Zwiebel, wir brauchen Petersilie, wir brauchen Obers, wir brauchen Salz, wir brauchen Pfeffer und wir brauchen dann noch Öl. In unserem ersten Schritt werden einmal die Zwiebeln, die Champignons werden geputzt und blättrig geschnitten. Die Zwiebeln werden geschnitten und gehackt. Und wir werden unsere Champignons jetzt zu den bereits angeschwitzten Zwiebeln geben und werden sie so lange braten, bis das ganze Wasser aus diesen Champignons verdunstet ist. In einer Schüssel habe ich jetzt die Eier aufgeschlagen, Salz, Pfeffer dazu gegeben und sie werden ganz einfach mit der Gabel gut geschlagen. Die Champignons sind jetzt gebraten. Ihr seht, sie haben viel von dem Volumen verloren und darüber werden wir jetzt unsere Eimasse gießen, werden sie mit einem Deckel abdecken und werden sie stocken lassen. Unser Champignon-Omelette ist jetzt gestockt. Ich werde es schön vom Boden lösen und werde es einmal zusammenschlagen. Und jetzt ist es servierfertig. Wir werden es dann noch mit frischer Petersilie bestreuen. Fertig ist unser Champignon-Omelette. Dazu passen Salat, dazu passen aber auch Erdäpfel. Man kann es als Hauptspeise, man kann es als Snack, man kann es als Abendessen zubereiten. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Das Rezept mit der genauen Anleitung findet ihr wie immer unter www.euromilch.com.